Guten Morgen, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch einen schönen Montag und einen guten Start in die neue Woche. Ja, heute hat es ganz gut geklappt. Vielleicht habt ihr es ja gestern mitgekriegt. Ich habe ja gestern von 8 bis 16 Uhr meine Ruhe nochmal genommen oder von 7:30 bis so 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr. Und dadurch habe ich jetzt wieder eine Nachtschicht eingelegt, hatte natürlich dann voll noch die Zeit drin, wo es ganz, ganz langsam war, das Internet. Deswegen nochmal Entschuldigung an die Leserinnen von VK, Com und Leser, dass die Grüße, die an die rausgehen, die mir in den letzten 48 Stunden eine Mail geschickt oder eine Mail im Nachrichtenzentrum, was beim Facebook der Messenger ist, geschickt haben, dass sie so spät teilweise gekommen ist, aber gestern war es von 20.30 Uhr bis 23 Uhr fast unmöglich, irgendwas rauszubekommen. Teilweise hat man gute 5 Minuten für eine Nachricht benötigt, wenn man in der Nachricht vielleicht noch ein Bild oder so verschicken wollte an diejenigen, die immer meinen Tagespost nochmal zu Facebook senden, den ich denen dann nochmal schicke, damit sie dran denken. Ja, deswegen gestern halt alles etwas sehr spät. Heute bin ich ganz gut vorbereitet. Ich habe auch keinen Besuch zwischendurch, muss nichts einkaufen. Das heißt, wenn ich denn merke, es geht nicht mehr, kann ich mich hinlegen. Und dann geht es heute Abend zwar etwas später auch weiter, aber dann ist der Rest wahrscheinlich schon erledigt. Die Grüße und so weiter, das versuche ich noch alles durchzubekommen. Und das heutige 100 und, nee, Entschuldigung, nicht 100, das 200. Die 200. Stunde zur Weltgeschichte. Und damit die 718. Geschichtsstunde insgesamt. Ja, da haben wir wieder so ein kleines Jubiläum. Und bevor ich aber dazu komme, wie immer, so ein bisschen was Aktuelles. Ich habe gerade so mitbekommen, in einem niederländischen Schlachtbetrieb sind jetzt wieder Covid-19-Fälle ausgetaucht. Und man soll es nicht glauben, die meisten davon wohnen aber in Deutschland. Ja, bedankt euch beim Herrn Armin Laschet, der ja so für offene Grenzen plädiert hat und diesen Grenzverkehr, dass bei euch wahrscheinlich das Covid sich noch ein bisschen länger hält. Nun gibt es ja riesengroßen Gegenwind für einen Ramelow, dass er hier alles aufheben will in 14 Tagen oder schon fast in einer Woche. 14 Tage sind es, glaube ich, noch jetzt. 6. Juni war wohl angepeilt. Ist klar, es könnte natürlich nach hinten losgehen, wenn man feststellt, dass man vielleicht hier in Thüringen ohne App, ohne Impfe und ohne Mundschutz plötzlich trotzdem keine Neuinfizierten mehr bekommt oder nur noch ganz, ganz wenige. Und dann würde alles andere in sich zusammenbrechen. Diese ganzen Argumentationen, was uns da in der dritten, vierten, fünften und tausendsten Welle noch alles bevorsteht, wenn wir nicht alle so weitermachen wie bisher. Und dabei ist heute wieder richtig was nach unten gegangen. Das Interessante ist, und ich nehme erstmal die Gesamtzahlen, wir haben jetzt, und komischerweise, das kann ich schon vorwegnehmen, es sind komischerweise von gestern zu heute, also der Stand, was gestern war, was heute gemeldet worden ist, weniger, nicht mehr infiziert, wenn man die Sache runterrechnet, als das, was jetzt auf einmal zurückgegangen ist. Kurz gesagt, man hat gestern irgendwie beschissen mit den Zahlen. Ne? Ja, ich gehe jetzt mal durch. Also wir haben jetzt aktuell noch kumulativ Infizierten seit Beginn der Zählung sind jetzt 178.570. Davon müssen wir abziehen 8.257 mutmaßlich durch Covid-19 Verstorbene und 161.200 sogenannte Genesene. Und da sind wir nur noch bei 9.113 Infizierten aktuell in Gesamtdeutschland. Und wie gesagt, die meisten sind gar nicht auf der Straße oder eigentlich dürfte ja gar keiner auf der Straße sein. Die sind ja dann in Quarantäne. 9.113 aktiv Infizierte. Und jetzt kommt das Überraschende. Wir haben heute 800 Genesene. Oder gehen wir umgekehrt ran, 289 Neuinfizierte, ne? Davon müssen wir jetzt abziehen, 10
mutmaßlich durch Covid-19 neue Verstorbene und müssen abziehen 800 Genesene. Das heißt, es ist eine Differenz von 521 nur. Und heute sind es komischerweise gegenüber zu gestern in der Zahl, die ich genannt habe, 630, die es weniger sind. Also wie ich schon gestern vermutet hatte, irgendwie haben die da irgendwo entweder sich aus Versehen vertan oder haben irgendwas korrigiert oder sonstiges. Denn gestern waren wir ja, wie gesagt, bei 9734 und wenn wir heute nur noch 9000, ich glaube 113 waren es, ne, haben, dann dürften sie ja, müssten sie eigentlich über 600 dieser Differenz sein. Gut, nur das dazu zu den aktuellen Zahlen. Also auch ohne Überwachungs-App, ohne Corona-Impfung, Zwangsimpfung über die Hintertür sinken die Zahlen unaufhörlich. Und 289, das ist wieder ein neuer Tiefstand von Neuinfizierten. Ja, und jetzt kommen wir zur 200. Stunde zur Weltgeschichte. Und der damit 718. Geschichtsstunde insgesamt. Wie immer der Rückblick auf die gestrige Geschichtsstunde, auf die 199. Stunde zur Weltgeschichte. Und da hatten wir als erstes 48 vor Christus Feuer beschädigt Bibliothek. Da ging es um die Bibliothek in Alexandria. Danach im selben Jahr noch. Der Bellona-Tempel brennt nieder auf dem Marsfeld in Rom. Ebenfalls noch im selben Jahr in China. Kaiser Yuan besteigt den Thron. Und dann hatten wir 48 vor Christus Pompeius Tod in Ägypten. 47 vor Christus Veni Vidi Vici, Cäsars Triumph. Das war, als er das Bosporanische Reich eroberte. Dann kommt als folgendes im selben Jahr neues Bosporanisches Reich. Und dann hatten wir 46 vor Christus der Julianische Kalender. Und da muss ich eine kleine Korrektur machen. Und zwar in der Beschreibung zu dem Bild von so einem Kalenderblatt von der damaligen Zeit ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich lese es aber komplett vor. Das erste Schaltjahr des Julianischen Kalenders ist das Jahr 45 vor Christus. Die nächsten folgen alle 3 Jahre bis 9 vor Christus. Die dadurch zu viel gezählten Schaltjahre werden durch Kaiser Augustus korrigiert, indem er erst wieder 8 nach Christus ein Schaltjahr einfügt und anschließend, jetzt kommt's, zum 4-Jahres-Zyklus übergeht, in Klammern mittelalterliche Darstellung ca. 1000 bis 1050 oder 1000 bis 1050 nach Christus. Und gestern hatte ich aus Versehen Vierteljahreszyklus gesagt, also er ging zum 4-Jahres-Zyklus über, nicht zum Vierteljahreszyklus. Das war dieses Bild. Ich halte es noch mal ganz kurz rein zur Erinnerung, um was es da ging. Das war das hier. Ne? Haben wir das auch korrigiert? Ich hoffe, dass ich jetzt dadurch, dass ich schon in der Zeit so weit vorangeschritten bin, heute 10 Seiten schaffe. Aber gestern hatte ich mir vorgeschaut, schon wie immer. Das müsste eigentlich noch reichen. Dann hatten wir noch 46 vor Christus, Sallust, Historiker, wird Prokonsul in der eroberten Provinz Africa Nova. Blutige Schlacht von Thapsus, das war die Schlacht im römischen Bürgerkrieg zwischen Quintus Caecilius, Metellus Pius Scipio und Caesar. Dann hatten wir 46 vor Christus, Caesar erlässt neue Gesetze in Rom. 46 vor Christus, im heutigen Libyen gelegen, Leptis Magna wird römisch. 46 vor Christus, der Tod des Vercingetorix. Und die letzten beiden Seiten, 45 vor Christus, Entscheidungsschlacht von Munda. Da kämpfte Caesar in Spanien gegen die beiden Söhne von Pompeius. Und 45 vor Christus ebenfalls, Caesar wird Diktator Roms. Ja, jetzt schauen wir mal, wir sind schon bei fast 10 Minuten. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir 10 Seiten heute schaffen. 44 vor Christus. Attentat auf Julius Caesar. Am 15. Tag des Monats Martius erdolcht eine Gruppe republikanischer Senatoren Roms Imperator Gaius Julius Caesar und verfehlt dennoch ihr eigentliches Ziel.
Die Ermordung des Diktators kann die alten Institutionen des römischen Adelsstaates nicht wieder funktionsfähig machen. Caesar war alleiniger Konsul und Diktator, ebenso oberster Priester und Sittenwächter. Er wurde mit einer Vielzahl an Ehrungen überhäuft. Er durfte im Senat neben den Konsuln auf der Sella Curulis sitzen, einem erhöhten goldenen Sessel, und stets als erster Redner im Senat seine Meinung äußern. Das Neid- und Hasspotenzial wurde immer größer, bei seinen Gegnern und auch im Volk. Ein Ereignis am 15. Februar 44 vor Christus brachte für die Republik treuen Senatoren das Fass zum Überlaufen. Während des Luperca-Lilienfestes zeigte sich Caesar wie ein römischer König in Purpurtoga und Goldkranz. Da trat der Konsul Marcus Antonius auf ihn zu und ließ sich von einem Sklaven ein Diadem reichen, das er Caesar aufzusetzen suchte. Doch Caesar sträubte sich, woraufhin das Volk jubelte. Damit machte Caesar endgültig klar, er verzichtet offiziell auf den Königstitel. Doch einer Gruppe von etwa 60 Senatoren blieb Caesars Machtfülle ein Dorn im Auge. Es bildete sich eine Verschwörergruppe heraus. Marcus Junius Brutus, Gaius Cassius und Servilus Casca. Könnte so ungefähr sein wie jetzt bei der AfD. Meuten von Storch und Pasterski. Als eine Senatssitzung auf den 15. März in der Curia des Pompeius-Theaters angesetzt wird, setzen sie ihre Attentatspläne in die Tat um. Lucius Tilius Zimber, geschrieben mit C, Z-I-M-B-R, tritt mit einem Gnadengesuch für seinen Bruder an Caesar heran und zerrt diesem die Toga herunter, das verabredete Zeichen loszuschlagen. Da beginnen auch die anderen auf den Diktator einzustechen, der sich mit dem einzigen verteidigt, was ihm als Waffe zur Verfügung steht, seinem Schreibgriffel. Schließlich muss Caesar schwer verletzt und hilflos gegen die große Überzahl aufgeben. An der Statue des Pompeius sinkt der gestürzte Imperator tot zu Boden. Das Ende der Republik ist dennoch nicht mehr aufzuhalten. Ohne Caesar bleibt ein Machtvakuum zurück, das der Senat nicht zu füllen vermag. In 13 Jahren Bürgerkrieg bekämpfen sich die Feldherren des Römischen Reiches erbittert, bis nur noch einer übrig bleibt. Der Erbe Caesars, Octavian. Tja, und da wollen wir hoffen, dass dieser Verrat bei der AfD zum Wohle Deutschlands und zum Wohle des deutschen Volkes genauso ausgeht wie dieser kaltblütige Mord an Caesar, nämlich, dass am Ende trotzdem die Meute von Meuten sich nicht durchsetzt. Das kann ich nur der AfD empfehlen, weil wenn ihr diesen Mann und seine Horde nicht endgültig entmachtet, dann ist nicht nur die AfD am Ende, das kann ich euch versprechen, dann ist auch Deutschland und das deutsche Volk, ja, ich will nicht sagen am Ende, aber kriegt es einen ganz großen Dolchstoß von solchen, ja, Nattern, die sich in den Leib der AfD gefressen haben. Und hier haben wir noch ein Bild dazu. Julius Caesar stirbt nach einem Attentat durch republikanische Senatoren. Szene aus, in Anführungszeichen, Julius Caesar, Anführungszeichen Ende, nach William Shakespeare. Regie David Farr, September 2005, Lyric Theatre, Hammersmith in London. Wenn man das auf Deutsch spricht, Lyric Theater, Hammerschmidt, ne? Hammersmith, da haben wir ihn. So ungefähr hat man Kalbitz hinterlassen. Und das sollte man den Verrätern und Meuten nicht durchgehen lassen. Denn solchen Leuten kann man seine Stimme nicht mehr anvertrauen, die hinterrücks den eigenen Leuten aus Machtgeilheit und einfach nur egoistischen Interessen einen Mann des Volkes
erdolchen, sprichwörtlich. Ja, genutzt hat es damals den Tätern nichts. Hoffen wir, dass es heute den Tätern auch nichts nützt. Weiter geht's mit 44 vor Christus, einer Randbemerkung. Ende Juli veranstaltet Octavian zu Ehren seines Adoptivvaters Cäsar aufwendig gestaltete Siegesspiele. Im Verlauf der Spiele erscheint am Himmel ein Komet. Octavian sieht darin eine Ankündigung der Verherrlichung Cäsars. Also das war noch vor diesem Attentat. 44 vor Christus, Vulkan Ätna bedroht Sizilianer. Die Erde bebt und der Himmel über Sizilien verdunkelt sich. Wieder einmal erschüttert eine gewaltige Eruption den Ätna unweit der Ostküste. In Catania am Fuße des Vulkans bricht Panik unter der Bevölkerung aus. Die Stadt ist den sich herabwälzenden Lavamassen vollkommen schutzlos ausgeliefert. Zitat, Berg der Berge, nicht Zitat, Anführungszeichen, Berg der Berge, Anführungszeichen, Ende, nennen die Einheimischen den Ätna respektvoll. Immer wieder wird das antike Sizilien von seinen heftigen Ausbrüchen heimgesucht. Doch die Menschen trotzen der ständigen Bedrohung und lassen sich von ihrem fruchtbaren Land nicht dauerhaft vertreiben. Ja, wissen wir, heute ist Sizilien und Catania immer noch dort, wo es mal war, wo es schon immer war, und die Leute sind dort geblieben. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Der Ätna ist mit seinen 3350 Metern über dem Meeresspiegel der höchste und zugleich aktivste Vulkan Europas. Und da haben wir es. Dann müssen wir schauen, ob wir heute 10 Seiten schaffen. Ich hoffe, man kann es trotz dieses Scheins, der halt immer wieder reinkommt, trotzdem gut erkennen, das Bild. Ich drehe es jetzt mal so. Ja. Und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck Milch. Und einen Schluck Kaffee. Und weiter geht's mit der heutigen Seite 3. Und wir sind immer noch bei 44 vor Christus. Burebista, erster König der Daker. Mit Burebista stirbt der erste gemeinsame König der Daker und Geten, die das Gebiet Nordthrakien bevölkern. Der Regent hatte die verschiedenen Stämme der Region zum Teil mit Gewalt vereint. Daker und Geten sind die ältesten ethnisch klar zuzuordnenden Einwohner des heutigen Rumänien. Das Reich Burebistas hat über den Tod des Königs hinaus Bestand und erreicht seine Blüte unter König Decebalus, Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus. Durch die fortgesetzten Übergriffe Nordthrakiens auf römisches Territorium fühlt sich der mächtige Nachbar jedoch herausgefordert und reagiert entschlossen und hart mit dem Einsatz seiner Truppen. Schließlich fällt Thrakien in die Hände der Römer. Und da haben wir noch ein Bild. Daker mit Schild startet zum Gegenangriff. Nach den Dakerkriegen Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus fällt das Reich der Daker, in Klammern heutiges Rumänien, Klammer zu, an Rom. In Klammern Ausschnitt aus einem Relief von der Trajanssäule in Rom, Klammer zu. Ja, deswegen auch Rumänien, ne? Romania wird ja in der Landessprache gesprochen. Ja, hier geht's, ist der Schein nicht zu sehen. Habe ich den Eindruck. Und weiter geht's mit einer Randbemerkung. Da sind wir jetzt bei 43 vor Christus. Der Senat beschließt am 4. Februar nach gescheiterten Verhandlungen den Krieg gegen Marcus Antonius.
Nach der Niederlage der Senatstruppen bei Forum Gallorum wird der Gegner zweimal schwer geschlagen. Damit ist die in Anführungszeichen Monarchie, Anführungszeichen Ende, des Antonius in Italien beseitigt. Die römische Republik erstrahlt noch einmal als Siegerin. 43 vor Christus noch einmal, Reden für einen politischen Zweck. Cicero hält und veröffentlicht mehrere, in Anführungszeichen, philippinische Reden, Anführungszeichen Ende, die den Reden des athenischen Rhetors Demosthenes gegen Philipp II. Von Makedonien nachempfunden sind. Mit Cicero erreicht die lateinische Sprache ihren Höhepunkt. Seine Werke sind größtenteils erhalten und umfassen zahlreiche Reden, eine umfangreiche Briefsammlung sowie philosophische und rhetorische Abhandlungen. Er erhebt die Rede zur Kunst mit dem Idealbild des perfekten Redners, in Klammern perfectus orator, Klammer zu, lateinisch, ne? Der als Maßstab für alle Redner gelten soll. Für den ausgebildeten Juristen und Politiker Cicero ist die Rede ein wichtiges Mittel zur Umsetzung politischer Ziele. Dazu muss sie beweisen, in Klammern lateinisch, probare, Klammer zu, unterhalten, in Klammern delectare, lateinisch, Klammer zu, und, was von besonderer Bedeutung ist, die Zuhörer im angestrebten Sinn beeinflussen, in Klammern flectere, lateinisch, Klammer zu. Die Auswahl der formalen Kriterien hat sich nach den Zuhörern, dem Thema und der angestrebten Wirkung zu richten. Nach Cicero liegt die Schönheit der Rede im Erreichen der beabsichtigten Wirkung und nicht allein in der rhetorischen Brillanz des Vortrags. Und weiter geht's. 43 vor Christus, noch einmal die Ermordung Ciceros. Der römische Staatsmann, Anwalt und Schriftsteller Marcus Tullius Cicero fällt einer in Anführungszeichen Säuberungsaktion, Anführungszeichen Ende, seiner politischen Gegner zum Opfer. Von einem im Auftrag des Marcus Antonius ausgesandten Mordkommandos eingeholt, befiehlt Cicero seinen Sänftenträgern anzuhalten und nimmt den Todesstreich furchtlos entgegen. Cicero hatte sich zunächst als Anwalt einen Namen gemacht und die römische Ämterlaufbahn absolviert. Als Vertreter einer politisch unbedeutenden Familie gelang ihm im Jahre 63 vor Christus die Wahl zum Konsul. Einer seiner ersten Amtshandlungen war die Aufdeckung der Verschwörung des Catilina. In der Auseinandersetzung zwischen Pompeius und Caesar unterstützte Cicero den Ersteren. An der Ermordung Caesars war er jedoch nicht beteiligt. Dem Machtstreben des Konsuls Antonius stellte Cicero sich 44 vor Christus in mehreren Reden entgegen. Im Einvernehmen mit Octavian, dem späteren Kaiser Augustus, kann Antonius schließlich durchsetzen, dass Cicero für vogelfrei erklärt wird. Damit ist der Tod des Schriftstellers besiegelt. Neben seiner politischen Tätigkeit verfasste Cicero zahlreiche Reden sowie rhetorische und philosophische Lehrschriften. Er gilt heute als der bedeutendste lateinische Redner und Autor der Antike. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Cicero wird im Wald überfallen und ermordet. Nach der Bluttat schleift man seinen Leichnam durch die Straßen Roms. Seine Hände und sein Kopf werden auf der Rednerplattform am Forum Romanum zur Schau gestellt. In Klammern Kupferstich von Matthäus Merian dem Älteren, 17. Jahrhundert, Klammer zu. Da sehen wir einen Wiesen da rauszerren und ermorden. Ja, es war natürlich auch so, das haben wir ja festgestellt, er war nicht unbedingt der Freund des Volkes und derjenigen, die sich für die Rechte des Volkes eingesetzt haben, sondern doch immer eher der Redner der Eliten.
Und das ist Ihnen hier wohl schnell zum Verhängnis geworden. Weil wer dann laut dem damals geltenden Recht zur Vogelfrei erklärt war, der wurde dann vom Volk natürlich auch nicht beschützt. Und die Eliten hatten kein Interesse mehr an ihm. Weiter geht's. 43 vor Christus. Die Römer gründen Lugdunum. Lugdunum, in Klammern zu Deutsch, Hügel des Lichts oder Hügel der Raben, Klammer zu. Das heutige Lyon wird von den Römern als Verwaltungszentrum Galliens im Rhonetal gegründet. Rasch gewinnt der Ort an Bedeutung, sowohl ökonomisch und politisch als auch militärisch. Diese Entwicklung hält für die kommenden drei Jahrhunderte an. Erst mit dem Niedergang des Römischen Reiches findet auch diese erste Blütezeit von Lugdunum ein Ende. Bis ins Mittelalter wird es zunächst einmal ruhig um die Stadt. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Noch heute erinnert das antike Theater von Lyon an die Zeit, als die Stadt noch Lugdunum hieß und zum Römischen Reich gehörte. Da haben wir das Bild, also wissen wir jetzt auch, hat man schon mal mit erwähnt, ne? Lugdunum hieß einstmals das heutige Lyon in Frankreich. Ja, da ist immer dieser blöde Schein. Ich kriege ihn nicht raus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber ich denke, man kann es trotzdem gut erkennen. So geht es vielleicht am besten. Und weiter geht's. 43 vor Christus. Smaragd-Buddha von Pataliputra. Ein Mönch im indischen Pataliputra, dem heutigen Patna, fertigt eine der berühmtesten Buddha-Figuren der Welt. Der Legende nach soll er Jade für die Herstellung der Statue verwendet haben, um die Lehre der großen Religionsstifters, da stimmt was nicht, haben es verschrieben, nochmal, der Legende nach soll er Jade für die Herstellung der Statue verwendet haben, um die Lehre des großen Religionsstifters für die Nachwelt in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Punkt. Wir hatten also in der geschrieben. Aufgrund der leuchtend grünen Farbe wird sein Werk später als Smaragd-Buddha berühmt. Im Laufe der kommenden Jahrhunderte gelangt die nur 70 cm große Statue auf einer abenteuerlichen Reise, um die sich zahlreiche Legenden ranken, über Sri Lanka und zahlreiche weitere Stationen schließlich nach Bangkok. Heute steht sie auf dem Gelände des Königspalastes im Tempel Wat Phra Kaeo, dem Tempel des Smaragd-Buddhas, und zählt zu den großen Touristenattraktionen Thailands. Doch nicht nur Touristen besuchen den Buddha, auch von den Einheimischen wird die Statue verehrt. Ich lese doch nochmal den Namen von dem Tempel Wat Phra Kaeo. Und da trinke ich erst nochmal einen Schluck Milch. Und jetzt kommen wir zur schon sechsten Seite. Und wie es aussieht, holen wir die Zeit nach und nach wieder rein. Und da sind wir nochmal mit einer Randbemerkung bei 43 vor Christus. Als die Wahl Octavians zum Konsul nicht beabsichtigt, glückt, erzwingen seine Soldaten für ihn und seinen Vetter Quintus Pedius das Konsulat am 19. August. Glückbringendes Auspizium sind 12 Geier, wie sie einst angeblich Romulus erschienen sind. Der Senat hat nach dem Eingreifen der Soldaten ausgespielt. Das Militär ist neuer Machtfaktor. Ja, so schnell kann eine Geschichte sich drehen, wenn die Leute erkennen, sie laufen, die Polizei heute wär's und die Bundeswehr laufen den falschen Leuten hinterher. Reimt sich sogar, ne? Weiter geht's, 42 vor Christus. Octavian siegt bei Philippi. Die Truppen von Caesars Mörder Marcus Junius Brutus und Gaius Cassius werden von Octavian, dem Rächer Caesars,
Marcus Antonius und dem Heerführer Marcus Aemilius Lepidus bei Philippi geschlagen. Und ich schlage noch ein bisschen Luft raus. Entziehen sich aber der Gefangenschaft durch Selbstmord. Nach der Ermordung des Diktators hatte sich die Stimmung des römischen Volkes schlagartig gegen die Mörder gerichtet, die die Beliebtheit Cäsars wohl unterschätzt hatten. Die Verschwörer wurden nicht als Befreier Roms gefeiert, wie sie sich selbst wohl sahen, sondern mussten nun ihrerseits um ihr Leben fürchten. Die Menge war aufgebracht. Auf offener Straße wurden Menschen einfach erschlagen, weil man sie mit den Mördern verwechselte. Bei der Totenfeier für Cäsar auf dem Marsfeld kam es zu tumultartigen Ausschreitungen. Also bitte schön aufpassen, nicht, dass er aus Versehen den Doppelgänger von Frank Storch und von Herrn Meuthen erwischt. Ne? Als Antonius das großzügige Vermächtnis Cäsars an die Bürger Roms verliest und seine blutigen Kleider präsentiert, heizt er die Stimmung noch zusätzlich an. Trotz der ihnen gewährten Amnestie müssen die Mörder in die ihnen zugeteilten Provinzen flüchten, um dem wilden Zorn der aufgebrachten Masse zu entgehen. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Die Stadt Philippi lag nahe der thrakischen Grenze in der Ebene des Angites. Sie wurde nach Philipp von Makedonien benannt. In ihr gründet Paulus später die erste christliche Gemeinde Europas. Ja, damals hat man mit Verrätern so umgegangen. Also war jetzt eine kleine neckische Bemerkung. Ne? Also es reicht schon, wenn er ihnen die Macht entzieht und sie so schnell wie möglich als Bundesvorstand abwählt. Diese Herren Meuthen, Paul und Küß oder wie sie alle hießen, und die Frau von Storch, damit endlich die AfD wirklich eine Alternative, nicht für Deutschland ist, sondern Alternative für diese Politik, die derzeit in Deutschland gemacht wird. Eine Alternative für Deutschland brauchen wir eigentlich nicht. Deutschland wollen wir schon behalten. Weiter geht's mit Seite 7 und 8 und da haben wir einen Fokus und da nehme ich vorher noch einen Schluck Milch und jetzt durfte man eigentlich Zeit reinholen. Weil da sind 4 Bilder drin. Eines davon sehr groß und das müsste eigentlich viel Zeit sparen. Fokus, die Städte der Römer. Vom Militärlager zur Ortsgründung. Als Rom im 4. Jahrhundert vor Christus immer mehr Land erobert, beginnen die Römer in den fremden Gebieten Städte zu gründen. Ursprünglich sind diese als militärische Vorposten im Feindesland gedacht. Das System bewährt sich so gut, dass eine Vielzahl von Städten entsteht, die sich zum Sinnbild römischer Kultur entwickeln. Und los geht's! Die ersten Städte, die die Römer gründen, sind sogenannte Kolonien, in Klammern Colonia, Klammer zu, die verkleinerten Ebenbilder Roms in der Fremde. Um eine Stadtgründung in die Wege zu leiten, beschließt der römische Senat dies zunächst durch ein Gesetz. Anschließend bestimmt er in der Regel 3 Personen, die die Gründung zu vollziehen haben. Um eine Gründung abzusichern und herauszufinden, ob sich der ausgesuchte Ort für eine Stadtgründung eignet, werden an der betreffenden Stelle religiöse Rituale durchgeführt. So vollziehen Priester unter anderem Auspizien, das heißt Beobachtungen der Flugbahn der Vögel. Sind die Zeichen positiv, wird mit Hilfe eines Pflugs das künftige Stadtgebiet umrissen. Über der gezogenen Furche wird später die Stadtmauer errichtet. Danach bestimmt man die Stätten für den Marktplatz mit Versammlungs- und Gerichtsort sowie die Standorte der Tempel. Axial angelegte Straßen teilen das Areal ein. Ein Rat wird eingerichtet und Magistrate zur Selbstverwaltung der neuen Stadt bestimmt. Freiwillige oder wenn nötig zwangsweise bestimmte Römer werden als zukünftige Siedler bestimmt. Durch Auslosung erhalten sie ihr Land.
Ab Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus werden oft auch Kriegsveteranen zu Siedlern neuer Städte erkoren. Auf diese Weise kann man die stetig anwachsende Zahl von Veteranen mit Grundstücken belohnen und daneben Freiwillige für den Militärdienst gewinnen. Zunächst erfolgen die Stadtgründungen der Römer nur in Italien, ab der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts vor Christus auch in neu hinzugewonnenen Gebieten, insbesondere in Südfrankreich und Spanien. Und der zweite und letzte Abschnitt zu diesem Fokus: Latinisierung. Ab Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus werden Stadtgründungen außerhalb Italiens immer häufiger, wodurch es unter anderem zu einer verstärkten Latinisierung der unterworfenen Bevölkerung kommt. Auch führt die große Anzahl an Stadtgründungen zu einer Urbanisierung eher ländlich geprägter Gebiete, die eine Stadtkultur vorher oft gar nicht in dieser Ausführlichkeit kannten, wie zum Beispiel in Gallien, Germanien und Britannien. Untereinander werden die Städte durch ein Straßennetz verbunden. Und halt, ist noch, doch noch ein Abschnitt, das ist nochmal das der Fortsetzung, aber oben steht noch eine Überschrift, also der letzte Abschnitt jetzt zu dem Fokus. Rom ist überall. Im Laufe der Zeit werden in den neuen Städten neben Römern und Latinern auch Einheimische aufgenommen. Es kommt zu einer Verschmelzung der einzelnen Ethnien, wobei die einheimischen Bestandteile oft verloren gehen und selbst die fremde Götterwelt meist in der römischen aufgeht. So finden sich bald in allen Städten römischen Ursprungs kulturelle Gemeinsamkeiten, etwa in der Verwaltung, im Aufbau und Aussehen der Stadt, nicht zuletzt in den Lebensweisen und der Sprache. Vor allem die optischen Elemente wie Brunnen, Theater, Tempel und Kirchen verleihen den Städten bis heute ihr römisches Erscheinungsbild. Und da haben wir die vier Bilder noch. Amphitheater von Trier, in Klammern in Deutschland, Klammer zu. Die Stadt Trier wurde 30 vor Christus als Augusta Treverorum gegründet. Porta Nigra gibt es da ja noch, ne, wenn ich mich recht entsinne. Porta Nigra. Und dann haben wir als zweites Bild Grabmal des Legionärs Julius. Römische Relikte sind in Köln, in Klammern Deutschland, Klammer zu, vielerorts zu finden. In Klammern 1. Jahrhundert nach Christus, Klammer zu. Wer wollte auch noch was dazu erfahren? Gegründet worden ist es aber nicht von den Römern. Ne? Wie viele immer glauben. Wie wir erfahren haben, Colonia bedeutet Kolonie. Ja, jetzt ist es Kolonie des Osmanischen Reiches. Wie dubios, ne? Wie dubios. Weiter geht's mit dem dritten Bild. Skulptur mit Ausrüstung eines römischen Soldaten auf der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz, in Klammern Deutschland, Klammer zu. Der Grundstein für die Stadt wurde um das Jahr 12 vor Christus gelegt. Haben wir das? Das nächste Bild. Ja, wir sind nochmal unter 40 Minuten. Und dann kommt noch das letzte Bild. Teilrekonstruiertes Amphitheater in Xanten, Klammern ebenfalls Deutschland, Klammer zu. Die Stadt blickt auf 2000 Jahre Geschichte zurück. Ja.
Ja, hier haben wir wieder voll den Schein drin. Ich gehe mal so rüber. Und nochmal so. Und damit sind wir durch mit diesen beiden Seiten. Jetzt will ich nochmal ganz kurz schauen. Ja, schaffen wir. Schaffen wir. Weiter geht's mit um 40 vor Christus. Philosophische Schule gegründet. Im ägyptischen Alexandria begründet Einesidemos mit den Neuskeptikern eine philosophische Schule. Der griechische Denker leugnet die Möglichkeit einer allgemeingültigen Erkenntnis, da seiner Meinung nach jeder Mensch unterschiedliche Wahrnehmungen habe. Ursache hierfür seien unterschiedlich stark ausgeprägte Sinnesorgane, verschiedene Betrachtungsweisen, das Alter sowie die Erziehung eines Individuums. Pyrrhon von Elis hatte im 3. Jahrhundert vor Christus erstmals die Grundsätze des Skeptizismus formuliert. In der klassischen Ausprägung des Skeptizismus, dem sogenannten Pyrrhonismus, wird die Ansicht vertreten, dass unterschiedliche Ansichten alle gleich sicher oder unsicher sein können. Die Richtigkeit eines philosophischen Ansatzes könne nie abschließend geklärt werden. Tatsächlich können sogar verschiedene Erklärungen gleichermaßen richtig oder falsch sein. Letztendlich wird damit die Urteilsfähigkeit des Menschen selbst bei kritischer Prüfung eines Sachverhaltes bezweifelt. Die Neuskeptiker entwickeln diese Vorstellungen weiter. Und bevor ich weitermache, trinken wir noch einen Schluck. Ja, das ist der Unterschied zu heutigen Ideologen, wie zum Beispiel die Grünen oder Linken oder auch größtenteils SPD. Und die rot-links-grün gefärbten CDUler, CSUler und FDPler, die sind der Meinung, nur ihre Ideologie ist richtig, da gibt es kein richtig oder falsch. Weiter geht's mit einer Randbemerkung, 39 vor Christus. Antonius wird in Athen als in Anführungszeichen neuer Dionysos in Anführungszeichen Ende im Stil des hellenistischen Herrscherkultes gefeiert. Zur gleichen Zeit führt sein Reiterführer Ventidius Bassus einen erfolgreichen Feldzug gegen die Parther in Syrien und befreit das Land. Weitere militärische Operationen gegen die Parther werden geplant. Nochmal 39 vor Christus, erste öffentliche Bibliothek in Rom. Der römische Staatsmann und Gelehrte Gaius Asinius Pollio stiftete die erste öffentliche Bibliothek Roms. Sie wird im Atrium Libertatis untergebracht, in dem auch die Zensoren residieren. Neben einer Vielzahl an Schriften stellt Pollio hier auch Büsten der gefeierten Helden des römischen Volkes aus. Pollios Karriere begann als Feldherr unter Caesar. 44 bis 43 vor Christus bekleidete er das Amt eines Provinzverwalters in Hispania Ulterior, in Klammern zu Deutsch Gebiet um Cordoba, Klammer zu oder Beschreibung. Punkt. Als Konsul feierte er im Jahre 40 vor Christus militärische Triumphe in Illyrien. Danach zog er sich aus dem politischen Leben zurück und widmete sich der Schreibkunst. Regelmäßig rezitierte er auch selbst vorgeladenen Gästen aus einem seiner eigenen Werke. Von seinem umfangreichen literarischen Werk, zu dem auch Tragödien gehören, blieb über die Jahrhunderte nicht viel erhalten. Zu seinen Arbeiten gehören auch die Aufzeichnungen über die Bürgerkriegszeit, die Pollio, der auch am Rubikon dabei war, aus nächster Nähe erlebt hat. Doch auch diese Schriften gingen weitgehend verloren. Neben der Bibliothek fördert Pollio talentierte Dichter seiner Zeit wie Vergil oder Horaz. Jetzt kommen wir zur letzten Seite und da ist die Hälfte im Bild, deswegen kommen wir da gut mit der Zeit hin. Und da sind wir wieder bei unserer ureigensten Geschichte, unseren Wurzeln.
38 vor Christus. Germanen gründen Urköln unter Hammers. Also es ist zwar sehr römisch geprägt, Köln, aber gegründet haben wir es, die Germanen. Die erste stadtähnliche Ansammlung auf dem Gelände des späteren Köln entsteht. An verkehrsgünstiger Stelle wird die Siedlung Oppidum, nochmal an verkehrsgünstiger Stelle wird die Siedlung Oppidum Ubiorum, ich wiederhole nochmal, Siedlung Oppidum Ubiorum des germanischen Stammes der Ubier gegründet. Zur Befriedung der Rheingrenze hatte Agrippa, Roms Statthalter in Gallien, deren Ansiedlung auf linksrheinischem, unter römischer Kontrolle stehendem Gebiet erlaubt. Als kultisches zentrales Heiligtum wird ein Stammesaltar angelegt, die Ara Ubiorum. Die durch eine Mauer aus Holz und Erde geschützte Siedlung erhält ein regelmäßiges Straßennetz. Zahlreiche Handwerksbetriebe, Thermen und Privathäuser entstehen. Die Anwesenheit von römischem Militär und Verwaltung macht die Siedlung zur bedeutendsten am gesamten Niederrhein. Das genaue Gründungsdatum des Oppidum Ubiorum ist nicht überliefert. Sicher nachgewiesen ist die Existenz der Siedlung erst für das Jahr 9 nach Christus. Und hier haben wir noch ein Bild dazu. Roms Statthalter Agrippa inspiziert den Baufortschritt an einem Aquädukt. In Klammern Relief am Fontana di Trevi in Rom, 18. Jahrhundert, Klammer zu. Ja, also nicht, wie alle immer denken, durch diesen römischen Zweitnamen von Köln, Colonia, wurde nicht von Römern gegründet, sondern von uns Germanen. Und hätte es die nicht gegeben, gäbe es heute wahrscheinlich auch kein Köln, kein Colonia. Und jetzt tun die Kölner frevelhafterweise diese Stadt an die Osmanen verscherbeln, muss man so sagen. Und an Araber und an Afrikaner. Tja, gut, sind zwar ein bisschen über die Zeit gekommen, aber wir sind noch relativ gut. Wir sind noch keine, bei weitem nicht bei 50 Minuten. Ich hoffe, es war wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei. Es wurde die ein oder andere Wissenslücke geschlossen oder all das Wissen wieder aufgefrischt, dann hätte ich mein Ziel erreicht. Ne? Und ja, ich hoffe, dass das Video auch heute wieder gefallen hat und dass wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören, sowohl bei YouTube als auch bei VK.com. Und ja, die bei Facebook sollten sich langsam mal entweder zu VK.com scheren, wenn sie auch die Kommentare von mir weiterlesen wollen. Oder wenn Sie zumindest das Geschichtsvideo sehen wollen, wenigstens bei YouTube vorbeischauen. Und damit verbleibe ich wie immer mit. Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.